Good morning, gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Motorsport. Letztes Mal haben wir das Desaster namens Powerlimousinen im Audi RS5 abgeschlossen und werden heute dementsprechend in den letzten Teil der Modern Tour reingehen, nämlich in die Premium-Leistung nennt sich das Ganze. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir hier jetzt die etwas stärkeren Sportwagen fahren, nachdem wir hier jetzt ja so die kleineren Sportwagen hatten, so 718, Supra und sowas in die Richtung, dass wir hier jetzt so 911 Carrera S, Corvette C8, TBR Griffiths und sowas in die Richtung haben. Ich bin mal sehr gespannt, wir gucken uns mal an. In den letzten 20 Jahren haben führende Hersteller aus Italien, Deutschland und England Premium-Coupés mit einer atemberaubenden Kombination aus Performance, Handling und zurückhaltender Eleganz entwickelt. Gedacht sind diese Wagen für echte Liebhaber, die mechanische Exzellenz, wunderschönes Fahrzeugdesign und lange, kurvenreiche Straßen zu schätzen wissen. Funktional und komfortabel für entspannte Roadtrips, aber auch mehr als genug Power für aggressive Renntage. Und wenn diese Autos noch optimiert werden, verwandeln sie sich in aufregende Rennmaschinen, mit denen ein erfahrener Fahrer die Konkurrenz dominieren kann. Okay, nevermind. Wir befinden uns in einer Mischung zwischen Sportwagen und GTs offensichtlich. Was haben wir? Erstmal Vantage, Bentley Continental, BMW i8, Roma, California T, Jaguar F-Type, Lotus Emira, 911er und TBR Griffith. Okay. Ja, was nehmen wir denn? Was nehmen wir da denn mal? Ich finde einen Carrera schon ganz geil, tatsächlich. Ich habe ja schon mal auf einen Porsche verzichtet, aber ich würde echt gerne mal einen Porsche fahren, tatsächlich, in Forza, im Motorsport. Wir fahren den Carrera, komm, wir haben schon einen. Dann nutzen wir das Ding doch einfach mal. Warum denn nicht? Und wir beginnen in Catalonia. Okay, bin ich mal gespannt. Ich möchte nur mal kurz gucken, ja, auch wenn ich nicht dran glaube, nee, auch nur Heckflügel und Frontstoßstange. Hätte ja sein können, dass der irgendwas in Richtung Bodykit bekommen hat. Haben wir ein Rennfahrwerk in dem drin? Nein, haben wir nicht, okay. Wir haben ausschließlich einstellbare Bremsen, okay. Na gut. Dann gehen wir mal direkt rein nach Catalonia. Sind wir ja schon mal gefahren. Wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht viele Strecken, die wir noch gar nicht gefahren sind. Le Mans auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir in Le Mans mal unterwegs sein werden. Hatten wir Nürburgring schon? Doch, einmal hatten wir Nürburgring schon, ja. Catalonia ist berüchtigt für Richtungsänderungen bei hohen G-Kräften, bedingt durch abhängende Kurven mit zusätzlicher Steigung. Du darfst richtig nur vorsichtig bremsen und musst die Kurven mit konstanter Geschwindigkeit durchfahren. Richtig. Also wie gesagt, es dürften nicht viele Strecken sein, die noch fehlen. Es dürften wirklich nur sehr wenige sein. Das heißt, wir fahren das erste Mal zum 911er, das erste Mal mit dem Heckmotor unterwegs. Diesmal sehr gespannt. Wir werden nach dem Rennen mal aber nochmal kurz ins Menü gehen, um uns eventuell hier nochmal nach einer anderen Farbe umzuschauen. Ja, und der schiebt voran. Der schiebt voran, der Carrera ist. Sehr geil. Das wird jetzt mit Abstand das Sportlichste sein, was wir bisher gefahren sind. Intro ausgenommen. Ich denke mal, im Laufe des Tunings werden wir auch in die S-Klasse reinkommen. Okay, du merkst den Heckmotor. Du merkst, dass der ein bisschen geradeaus schiebt. Am Exit von den Kurven. Ich meine, wir können froh sein, dass wir hier einen Carrera S und keinen Carrera 4 S haben. Das wäre noch schlimmer. Das müssen wir eigentlich schaffen. 2 Minuten 1. Ich glaube, oh, wir müssen eine Sache gleich noch ändern. Ich habe, glaube ich, die KI noch gar nicht weiter hochgestellt wieder. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass wir da jetzt gerade immer noch auf 6 unterwegs sind. Wie gesagt, die Power-Limousin-Meisterschaft war ein bisschen... Sie war komisch. Sagen wir es einfach so. Drücken wir es folgendermaßen aus. Sie war komisch.
fährt sich aber schon sehr, sehr geil. Das ist halt genau das, was ich meinte. Den Carrera RS hatten wir jetzt ja schon seit Forza Horizon 4. Aber wir hatten ihn halt noch nie in Motorsport. Und deswegen, er fühlt sich... Also das ist jetzt schon für mich auch eine sehr geile Erfahrung, weil es ist halt was komplett Neues, natürlich, klar. Aber es ist halt auch ein Auto, was man einfach noch nie in Motorsport ausgefahren ist. Deswegen, es fühlt sich schon an, durchaus wie ein neues Auto für mich persönlich. Und da haben wir eben einige im Spiel, definitiv, die man dank ihm mal ausfahren kann. Meine Kritikpunkte aus dem Carles-Video bleiben natürlich trotzdem bestehen. Das ist eindeutig. ...59,8, okay. Spannend. Der 911 wird wahrscheinlich eines der stärksten Autos sein. Das heißt, die KI wird getunte Fahrzeuge haben. Nicht mal davon aus. Mal schauen, ob wir hier jetzt wieder so eine OP-Nummer haben. Wie mit dem AMG oder... Ob sich das diesmal vielleicht in Grenzen hält. Wäre ganz schick. So, by the way, ich habe Turn 1 komplett verpasst und habe trotzdem meine Sektorzeit verbessert. Faszinierenderweise. Den ersten wollte ich eigentlich nicht runter. Der fährt sich so clean und ruhig einfach nur. Das ist schon sehr geil. Es ist ein 911er. Ich glaube, da habe ich schon sehr viel gesagt. Es ist einfach ein 911er. Das Ding fährt sich einfach super auf der Strecke. Gerade wenn ich solche Autos fahre, würde ich mir halt schon wünschen, dass ich irgendwie ein Testfahrtformat hier machen würde. Wo ich verschiedene Fahrzeuge einfach über irgendeine Teststrecke fahre, was auch immer ich mir hernehme dafür. Und dann die Zeit, Vergleich, das Fahrverhalten und so weiter, aber wie gesagt, ich sehe einfach keine Strecke, die wir hier im Spiel gerade haben, da als wirklich sinnvolle Teststrecke. Das wird noch ein bisschen warten müssen, bis dann irgendwas reinkommt, was Sinn ergibt. Ist aber, glaube ich, auch insofern dann gar nicht schlecht, weil ich bis dahin dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Erfahrung habe in dem Spiel. Und... Ja, da dann einfach die Zeit noch ein bisschen mehr passen, sag ich mal. Alter, wie geil du auch die anderen Fahrzeuge hörst. Den Roma da vorne zum Beispiel jetzt. Holy shit. Mega, mega geil. Jetzt hier leider so ein bisschen überholen, das ist ein bisschen ungünstig, sag ich mal, für die Zeit. Warum gehe ich hier auch schon wieder in den ersten Motor? Oh Gott, was mache ich denn jetzt bitte? Gut, okay, da können wir das Training jetzt überspringen, bis zum Ende. Mich würde jetzt in den Einstellungen nochmal eine Sache ganz kurz interessieren. Ich finde das irgendwie... Irgendwie irritierend, dass die Toyota jetzt auf einmal wieder Designs haben. Nicht, dass die Einstellung sich jetzt die ganze Zeit zurücksetzt. War das nochmal Gameplay? Ja, hier war das, meine ich. Toyota Designs aus! Geht doch. So, war der Schwierigkeit. Gehen wir jetzt wieder auf 8 natürlich hoch. Gucken wir dann mal hier. War meine Bestzeit? 59,4. Oh, okay. Jetzt sind die Topfahrer schon deutlich stärker mit den Lotus Ibiras da vorne. Ich bin mal gespannt aufs erste Rennen. Ob die da wirklich so krass sind oder nicht. Gucken wir mal. Ich glaube auch, der Lotus ist von der Grundeigenschaft deutlich besser geeignet für Katalonien. Der Porsche ist halt... ein Untersteuermonster. Also, dass der bei den ganzen schnellen Kurven, die Katalonia hat, nicht so überzeugen kann, würde mich jetzt nicht wundern. Bin ich ehrlich.
Seit die 8 mache ich auf der Karte noch fertig. Der Lotus. Ja, der Aston sollte mich eigentlich fertig machen, aber denkt auch hinter der Mi 8. Das ist ein bisschen ungünstig. Hey! Dankeschön. Jawohl, da machen ein paar Leute den Abgang. Sehr gut. Komm, innen reinziehen. Und dann vielleicht an beiden vorbei. Jawohl. Startphase überlebt. Jetzt haben wir drei Lotus da vorne. Ich habe ein Déjà-vu. Drei Fahrzeuge, die auf P1 sind. Ja, P1, 2, 3. Alles gerade das gleiche. Hatten wir schon mal irgendwo. Reisen ist natürlich, was am Lotus getuned wurde. Verkran sollte man eigentlich aufessen. Oh ja. Krass, wenn ich in dem Abschnitt schon rankomme. Dann ist Stadtziel aber echt mein Zuhause hier. Ja, wer kommt da rangeflogen? Mach mal nicht. Der TVA schon wieder. Dich habe ich eigentlich nicht auf der Rechnung. Das ist dir aber egal, glaube ich, ne? Das ist dem, glaube ich, ziemlich egal. Und ja, die Lotus ziehen mir durch den letzten Sektor knallhart weg. Schwierig. Gerade werde ich nicht so viel gut machen, dass ich das rausfahre. Glaube ich nicht dran. Zumal ich auch Druck von hinten bekomme. Ne, ich glaube, wir müssen uns hier mit P3 zufrieden geben im ersten Rennen. Spanien. Keine Porsche-Strecke augenscheinlich. Oder beziehungsweise voll eine Lotus-Strecke. Keine Porsche-Strecke, weiß man jetzt nicht unbedingt. Aber ja, da bin ich ziemlich chancenlos. Aber krass, auch der TVA, was der Druck macht gerade. Der hat ja richtig Bock. TVA hat halt in den Kurven gegen mich Schwierigkeiten. Das muss ich irgendwie nutzen. Also den hatte ich gar nicht auf der Rechnung, dass der hier Stress machen könnte. Aber da sieht man einfach, wie schlecht ich in Mathe bin. Kurz, da geht ein bisschen weit raus. Aber auch die ganze Strecke gerade am Nutzen hier. Sieht aber der bei dem TBA gerade mal weg. Aber die Lotus da vorne, die. Da habe ich keine Chance. Die Fahrzeuge sind 57,8. Aber das reicht definitiv nicht. Sind jetzt eh schon in Halbzeit. Ja, die werden 56er fahren wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Oder vielleicht auch 57er, aber dann sind wir am Anfang schon zu weit weggefahren. Dass ich da keine Chance mehr habe. Eieiei. Bin ich mal gespannt, ob das in den nächsten Rennen auch so ist oder nicht.
Ich meine, wenn die Pace ähnlich ist, dann ist es ja eh klar, dass wir einfach nur ein bisschen weiter vorne uns hinstellen. Dass wir, wie wir das letzte Mal gemacht haben, einfach von P4 dann starten und nicht von P12. Aber das wird sich halt erst nach dem zweiten Rennen wirklich zeigen. Wie gesagt, Katalonien sehe ich auch tatsächlich auch im Blatt Papier als Lotusstrecke an. Deswegen würde ich da jetzt nicht zu voreilige Schlüsse ziehen. Aber es ist schon interessant, dass wir hier jetzt wieder genau das gleiche Phänomen haben, dass du halt so zwei, drei Gibraltar hast, die vorne wegfahren und der Rest guckt halt weiter hinten rum. Das ist schon wild, definitiv. Ich meine, das Ziel ist nicht mal knapp, also die werden 56er fahren. Safe. So wie die mir wegfahren da vorne, wenn nicht sogar noch mehr. Also noch schneller. Und ich nutze jetzt schon wirklich alles von der Strecke, was ich nutzen kann im legalen Rahmen. Also ich glaube, so viel schneller, wie ich gerade fahre, ist schwierig. Aber ja, man merkt es einfach, wenn ich aufs Gas trete, dass da zu viel anders dir ist, einfach beim Porsche. Wegen Katalonien. Ist keine 911er-Strecke, ja, das wäre natürlich super. 1,2 Sekunden? Ich habe Zeit verloren. Nee. Das hatte ich ja vor ein paar Folgen schon angesprochen. Wenn ich eine Strafe kriege, obwohl ich Zeit verliere und die Strafe halt einfach Quatsch ist, dann sitze ich zurück. Ich habe die Strafe trotzdem. Wobei, vielleicht ist es auch nur ein visueller Bug. Das kann sein. Wenn nicht, dann werde ich echt sauer, weil die Strafe ist halt einfach Quatsch. Ich fahre durchs Kies, verliere Zeit dabei, der TBR schießt fast vorbei und ich kriege 1,2 Sekunden Strafe. Das ist halt Quatsch. Das Rahmensystem ist einfach random. Jetzt nicht sicher, ob das mit Strafe reichen würde. Ja, würde es. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Strafe. Doch, ich hatte sie immer noch. Krass. Okay. Das war eine gute Leistung. P3. 56,5, ja. Klar. Boah, okay. Also entweder ich entscheide mich echt systematisch für die schlechtesten Autos aktuell, oder es gibt ja echt ein Problem mit dem ein oder anderen OP-Fahrzeug. Eins von beiden wird es sein. Wir gehen jetzt erstmal kurz raus. Denn ich möchte den Porsche umlackieren. Ich möchte nicht in Weiß fahren, tatsächlich. Nee, hier muss ich hin. Mein wunderschöner Elfer. Ich bin schon vorbei. Da ist er. Ja, das weiß ich. Genau. Einmal bitte eine andere Farbe. Gelb ist natürlich immer schön. Was halten wir denn von Miami Blue? Da halten wir doch eine ganze Menge von. Würde ich jetzt mal sagen. So. Wunderbar. Dann können wir weitermachen. Und wir gehen nach wohin? Watkins Glen.
okay. Das könnte jetzt schon wieder ein bisschen mehr Porsche-Strecke sein. Gucken wir mal. Wir machen jetzt erstmal die Stabis rein. Die brauchen wir auf jeden Fall. Entbremsen eventuell? Ja, eigentlich nicht. War jetzt nicht das Problem. Ja, 265 Reifen an die Front. Und hier geht noch gar nicht so viel. Dann kriegst du noch eine Auspuffanlage. Für ein bisschen mehr Bums und ein bisschen weniger Gewicht. Und im Feintuning bekommst du weichere Stabis an der Front. Für weniger untersteuern. So, jetzt kommen wir rein ins Rennen. Oder ins Training erstmal. Bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt auf der höchsten Stufe was erreichen. Aber ja, ich hätte auch, wenn ich weiter vorne gestartet wäre, keine Chance gehabt gegen die. So viel wie möglich im Windschatten schnellerer Wagen, um Treibstoff zu sparen und auf den Geraden Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Wir brauchen jeden Vorteil. Und jetzt zeig ihnen, was du kannst. Ganz wilde Reifendruckeinstellungen, da werde ich auch mal ein bisschen was ändern. Also ich werde ein bisschen anfangen rum zu experimentieren mit dem Feintuning. Ich würde aber schätzen, dass es in der Grundlage sehr ähnlich funktioniert zu dem, was wir aus Forza Horizon kennen. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das dramatisch anders sein sollte, von den Auswirkungen her zumindest. Klar, die Werte werden andere sein. Mir geht es ja wirklich nur um die... Halleluja, das wird wie Sinn. Mir geht es ja wirklich nur um die... um die groben Auswirkungen. Das so weichere Stabis vorne beispielsweise... für weniger Untersteuern bei der stabilen Kurvenfahrt sorgen. Das wird, denke ich, noch gleich sein. Smooth. Die breiteren Vorderreifen wirken schon. Lenkt sich deutlich agiler jetzt. Boah, zumindest solange wir unter 150 sind. Ich mich dadurch, dass der Wagen lauter geworden mit dem Rennauspuff. Fühlt sich irgendwie so an. Einmal durch die Busstop. Genau, und jetzt wichtig, wir fahren nicht die kurze Variante. Das heißt, wir können hier ein bisschen früher aus Gas treten, weil wir fahren hier gerade weiter. Watkins Glen kenne ich ja schon aus ACC. Die einzige Strecke, auf der ich bisher wirklich längerfristiger mal geübt habe. Vor knapp einem Jahr. Okay, da muss ich den zweiten runter. Ja, der ist doch safe lauter jetzt. Also relativ sicher. Wenn dem so ist, ist es halt ein bisschen schade, dass du nicht wie in Horizon, wenn du den Wagen tunst, den Motor hochdrehen kannst. Das geht ja nicht. Das wäre dann ein bisschen schade tatsächlich. Ja, da ging raus. ...209 schaffen. Die kriegen wir in der Runde... Boah, okay, knapp hin. Um ein paar Hundertstel. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach das Fahrwerk... Deswegen fahren wir jetzt auch hier drei Runden, dass wir auf jeden Fall auf Stufe 8 aufsteigen und dann für die nächsten Rennen das Rennfahrwerk einbauen können. Ich glaube, allein damit machen wir sehr viel gut am Handling. Klar, insane wäre natürlich die Aerodynamik vorne. Aber ich möchte, soweit es geht, ohne auskommen. Es wird vielleicht ein paar Autos geben, auf denen ich die... auf der ich die sogar ganz geil finde. Teilweise. Da werde ich sie vielleicht auch drauf machen, aber ich möchte eigentlich weitgehend ohne auskommen.
Wie gesagt, hier ziehe ich meinen zweiten runter. Den ein bisschen besser hochbeschleunigen können. Jawohl. Halbe Zehntel direkt um die Kurve gefunden. Das ist halt schön, dass du wirklich hier jetzt Kurve für Kurve siehst, wie viel Zeit du gewinnst. Teilweise. Klar, nicht 100%, du hast nicht nach jeder Kurve ein neues Segment, aber teilweise ist es halt wirklich schon gegeben und das ist dann sehr nice. War auf jeden Fall richtig, ihm nicht die breiteren Hinterreifen zu geben, das war klar, dass die nicht relevant sind, also nicht notwendig. Hier mit schön Speed rum. Mit einer 206. Das hört sich ganz so gut. Oh Gott, das war ein bisschen weit rechts. Ja, das hat jetzt Zeit verloren. Und auch sehr viel würde ich sagen. So locker 3-4 Zehntel. Da ich das jetzt den Schwung auf die Geraden verloren habe. Ne, eine nur, okay, anderthalb. Aber ja, bis zum Ende der Geraden werden es wahrscheinlich schon so 2,5, 3 sein. Hier muss einfach mutig sein und drüber schießen. Ich kann beim 911 ein bisschen mit Trailbreaking arbeiten tatsächlich. Fällt mir wohl schon auf, dass ich ein bisschen mehr auf die Bremse steige und dann kommt er mit dem Heck rum. Das funktioniert bei dem Wagen interessanterweise. Wundert mich ein bisschen. Nur hey, wenn es klappt, bin ich der Letzte, der sich beschwert. Spät auf der Bremse. Apex komplett verpasst. Ja, manchmal muss ich das Heck, glaube ich, auch einfach ein bisschen nutzen. Und die leichte Front, beides einfach. Ah, das war nicht ideal. Ja, halbe 10 hat es gekostet. Trotzdem sind wir auf dem Kurs, dass wir nochmal eine 2,04 schaffen. Yes! Jetzt bin ich gespannt, wenn die Lotus jetzt eine 1,59 machen, dann weiß ich, was ich tue. Aber eigentlich müsste das eine Strecke sein, die ein bisschen mehr Porsche-Terrain ist. Wir haben hier sehr viel Vollgas. Eigentlich müssten wir den Lotus hier in die Tasche stecken. 1,58,1, natürlich. Ha? Warum ist überhaupt einer der Lotus Emira in der S-Klasse und einer in der A-Klasse? Ja. Der ist immer noch. Wow, okay. Ich werde trotzdem einen Misch mal probieren. Eine Mischung und werde auf P4 starten. Auf Stufe 7. Vielleicht kann ich mich über die Rennpace, über die Distanz doch mit dem Lotus auf der 1 hier anlegen, keine Ahnung. Dadurch, was ich mir halt gerade denke, dadurch, dass die hier Medium-Reifen haben, kann ich mir vorstellen, dass die Rennreifen kriegen. Dass das eines der Teile ist, was getuned wurde bei denen. Was ich dann halt frech finde, weil die Reifmischung ist so ziemlich eines der letzten Teile und ich kann das, also ich beispielsweise kann das jetzt literally noch nicht einbauen in dem Porsche. Das heißt, das ist einfach ein Vorteil, den die Lotus haben, den ich nie ausgleichen kann. In diesem Builders Cup, weil ich werde in dem Cup die Semi-Slicks nicht freischalten, glaube ich. Und das ist dann halt Quatsch einfach nur. Ja, ich muss ein frühes Ding probieren. Ja, mich mit dem TVA anlegen über den Lauf der Zeit. Das können wir aus Spanien schon.
dass ich den wütenden TVA hinter mir habe. Wow, wo kam das denn her? Ich habe versucht, ihn abzufangen, hat nicht funktioniert. Woher? Ich glaube, ich habe auf dem Curb gebremst. Naja, ich habe es jetzt gerade, habe ich so gemacht, dass ich vor dem Curb gebremst habe. Und dann halt drüber gefahren bin. Jetzt hatte ich vor dem Curb gebremst. Vorher hatte ich auf dem Curb gebremst. Das ist das Problem gewesen. Ging davon aus eigentlich. Boah. Okay, aber ich mich instant kein Apex mehr treffe, wenn ich in der Third Person bin. Klingt geil. Klingt sehr geil. So, der TVA bleibt dran. Ich glaube, die TVA hat gerade in den engen Kurven einen Vorteil. Da sollte ich aufpassen, dass er mir durch den letzten Sektor nicht zu krass aufholt auf Startziel was probiert. Der Vorteil ist, dass der Lotus, der in der S-Klasse war, off-track gegangen ist und wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten rejoinen muss. Also das wird in der Meisterschaft gute Punkte geben für uns. Das ist ganz nice. Wie gesagt, wie ich eine 1,58 fahren muss, darf mir Turn 10 gerne mal erklären. Also ja, das Balancing-System der KI ist nicht gut. Level 8, das ist das Fahrwerk, glaube ich. Ich meine, ich fahre hier schon mehr drüber, als ich dürfte eigentlich, ne? Ich meine, ich habe, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts grundlegend gegen eine starke KI. Ich habe ein Problem gegen mit einer KI, die einfach Technik nutzt, die ich de facto noch nicht zur Verfügung habe. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt halt sagen würde, ich gehe auf den Lotus, könnte bald keine Semisticks geben. Funktioniert nicht. Oder Vollsticks sind es ja hier im Spiel. Deswegen ein bisschen schwierig. Genau, aber sehr gespannt auf die Klassiker. Wir werden ja nicht so weit in die Vintage Series einsteigen. Da mal ein paar ältere Fahrzeuge ausfahren. Bin ich sehr gespannt auf die tatsächlich. Aber dann mal ein bisschen entspanntere Rennen. Drei Runden noch. Okay, die Strecke hat safe bessere Bedingungen. Ansonsten sehe ich nicht, wie ich jetzt eine 59,2 fahre. Weil so gut war die Runde nicht. Da habe ich gut Zeit weggeschmissen auf der Runde safe. Ja, der TVA klebt noch dran. Wir gehen super ähnliche Zeiten. Der Lotus hinten dran dafür, der fällt ein bisschen ab. Komm. Ja, die schnellen Kurven, da mache ich Zeit gut auf ihn. Aber jetzt ist sein Revier.
merkt man schon. Ist aber dann auch ganz geil tatsächlich, dass du Fahrzeuge echt in einer Klasse hast, die so grundunterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Es gibt ein paar Einsortierungen, über die bin ich immer noch schockiert. Dass in den V8 Supercars beispielsweise, dass die V8 Supercars in der Forza GT-Kategorie drin sind. Mit den GT3-Wagen ist es irgendwie... Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, was das ist. Krass, jetzt war ich echt 58. 7 sogar, wow. Okay, aber wie gesagt, das... Ich denke mal, ein Teil davon wird durch die Strecke kommen. Ich sehe nicht, warum ich jetzt auf einmal so schnell sein sollte, wie die Lotus das waren am Anfang. Ich habe jetzt am Porsche relativ wenig gemacht. Da, wir haben die breiteren Vorderreifen, die helfen massiv. Was das Einlenken angeht. Aber ansonsten, ne, es ist einfach nur ein bisschen mehr Power. Also ich sehe nicht, wieso ich jetzt auf einmal da mithalten sollte. Gut, dann werden wir nächstes Mal wieder auf KI 8 probieren, natürlich. Klar. So, das ging weit raus. Ha, diesmal keine Strafe. Im Training habe ich dafür eine 10. Strafe bekommen. Faszinierend. Ja, immer wenn ich versuche, mal ein bisschen früher ans Gas zu gehen, um Tacken mehr Speed mitzunehmen um die Kurve, merke ich einfach, fuck, ich fahre nur in 11er, das funktioniert nicht. Wenn ich früher ans Gas gehe, ist das Einzige, was passiert, dass ich geradeaus weiterfahre. Mehr nicht. Trotzdem. Gute Rundenzeit hier wieder. Wieder eine 58 dürfte das sein. Ah, aber knapp. 58,99 oder so. Ja, 995. 992 wäre geil gewesen. Das wäre. Das hätte gepasst. Alter Schwede. Uiuiui. Das war holprig. Gut, so aggressiv wie ich die Curves mitnehmen, kein Wunder. Also ja, ich bin minimal schneller als der TVA, aber ich würde auch sagen, der TVA geht niedrige 59er. Wie gesagt, so viel Unterschied ist das nicht. Track bleiben diesmal, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet. Nee, wow, wow. Wild. Also Stufe 10 bringt, glaube ich, jetzt nichts Krasses erstmal. Boah, mutig bleiben, am Gas bleiben, okay. Das war gut diesmal. Das war ziemlich schlecht. Oh Gott, ja. Alles, was ich an Zeit gefunden habe, am Ende jetzt nochmal wegwerfen. Perfekt. Genauso wollen wir es sehen. Und noch in die Wand rein, jawohl. Naja, egal, Rennen haben wir gewonnen. Mit einer 911 sogar noch. Habt das gesehen? 58,911. Ja, ich sag ja, niedrige 950er geht der hinter mir. Okay, ich hatte echt Glück, dass der Lotus da hinten hing. Der Racer 1688.
Der ist aber nicht durchgekommen durchs Feld. Sehr gut. Das wird auch in der Meisterschaft sich gut auswirken für uns, ja. Hi, okay. Schöne Farbkombi. Puh, okay. Wir schalten frei. Schwungscheibe, Kupplung, Federn, Kraftstoffanlage, Diff, Getriebe, Antriebswelle. Damit kann man einiges machen, denke ich mal. Speichere mal die Aufzeichnung. Für The Thumbnail kennt ihr mittlerweile das Spiel. So. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sowie ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.